hast es geschafft. Du bist bei unserem Alpha-Gott Imperator Sortis auf seinem YouTube-Channel gelandet und hast gesehen, oh, er macht Werbung für sein Discord. Da möchte ich rauf. Aber wie mache ich das? Kein Problem, dafür bin ich da. Ich erkläre dir, wie wir auf den Discord-Server kommen, was wir zu beachten haben und wie es dann im Discord aussieht und losgeht. Als erstes brauchen wir den Link von dem besagten Discord-Server. So, ich habe da mal was vorbereitet. So, unser hübscher Bube hier ist auch wunderhübscher, oder? Ist auch richtig hübsch. So, also. Unser Alpha-Gott-Imperator hat den Discord hier unten in seiner Videobeschreibung verlinkt. Da musst du jetzt draufklicken. So. Dann kommt im Browser dieses Fenster und sagt, weiter zu Discord. So, ich habe nochmal was vorbereitet. So. Jetzt steht hier in deinem Discord, Sortisten-Terror-Club beitreten. Da gehst du rauf. Und zack, sind wir auf dem Server. So, jetzt müssen wir uns das Regelwerk angucken. Die Regeln findet man hier unter Regeln. So. Die musst du dir durchlesen und dann einmal einen Daumen hier setzen. Damit erkennst du die Regeln, die hier gesetzt werden, an. Das machen wir mal. So, jetzt steht hier oben, lies die Regeln, beherzige sie. Haben wir gemacht. Erhalte anschließend die Gastrolle. Das kommt gleich. So, jetzt müssen wir gleich in den Einberufungsraum gehen, weil hier steht, warte im Einberufungsraum auf einen Inceptor. Auf einen Intendanten, Entschuldigung. Oder schreibe ihn an. Und das machen wir jetzt. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Machen wir mal kurz. Ja, hi, ja, ich bin der Jakob. Hallo, ich bin der Jakob. Ja. Der Ehrwürdige des Gipfels halt. Du bist halt jetzt der Gipfelstürmer. Ja, und ein riesen Asterix-Fan. Warum, was hat das mit Asterix zu tun? Weil der Ehrwürdige des Gipfels eine Figur aus dem Film Asterix erobert Rom ist. Okay. Ja, ich bin kein Nerd. Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin auch kein Nerd, aber das ist Kultur. Aber wir wollen ja nicht hier viel labern. Also, woher kennst du den Sortis? Einmal ganz kurz. Ich bin Survival-Fan und habe seine Videos auf YouTube gefunden. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass er auch einen Discord-Server hat. Und ich wollte mal auf diesen Discord-Server. Du bist also auf der Survival-Schiene? Ja. Das ist schon mal gut. Also, was man klar hier sagen kann, ich kann dir ein paar Ränge geben. Wenn du aber einmal die Kacke versaust, ne? Da gibt's keine zweite Chance. Dann fliegst du runter vom Server und das war es dann. Ja, hier grätsche ich mal kurz rein. So schlimm ist es auch nicht. Man kann auch mal Spaß machen, sich ein bisschen trollen und so. Das ist ganz normal, das kann man nicht verhindern. Da wird man auch vorgewarnt. Ne? Aber natürlich, klar, die Mitglieder bei uns auf dem Discord haben keine Lust auf irgendwelche Trolle und Spaßvögel. Die meinen, sie sind die krassesten, wenn sie da richtig durchdrehen und so. Und da haben die Jungs auch gar keine Lust drauf. Ja, da hat irgendwie gar keiner Bock drauf. Und deshalb wird hier so, ich sag mal, hardcore-mäßig schon mal vorgewarnt. Ey, machst du Mist, fliegst du raus. Also Leute, alles gut, benehmt euch einfach. Ne? Nur noch mal ganz kurz die Worte von mir und zurück zum Video. Da haben wir nämlich einen extra Rang, der ist Monitus. Das bedeutet dann, auch kein anderer kann ich dann reinholen. Wenn du einmal Kacke baust, also das heißt, hier wird sich nicht beleidigt, hier wird nicht rumgestänkert und sonst was, sondern einfach ganz entspannt. Ja, okay, das klingt fair. Was gibt es denn hier für Ränge, wenn ich fragen kann? Ja, ich gucke einmal, ja, auf jeden Fall gibt es einmal Safe Space. Das ist so ein Raum, da darf man niemanden beleidigen. Das heißt, wenn man im Safe Space ist, dann, selbst wenn man sich nicht leiden kann, es gibt doch Leute, ne, unter uns, wir können teilweise auch nicht leiden. Was okay. Soll's. Aber da darf man sich nicht, nicht persönlich werden und so weiter. Da ist einfach nur ein bisschen entspannt rumlabern und gut ist. Aber ich gebe dir mal jetzt den Inceptor. Dann dürftest du schon mehrere Räume gleich sehen und Intendant. Und dann siehst du auch die Theke und so weiter, dass du mehrere Räume hast, wo du dann mit anderen Leuten labern kannst. Aber wie gesagt, wenn man einmal auffällt, man hat keine zweite Chance. Ja, das werde ich beherzigen. Vielen Dank. Dann sage ich erstmal Tschüss. Alles Liebe. So.
das war im Grunde die ganze Chose. Das, der mir da geholfen hat, das war der liebe Kevin. Wenn ihr auf den Server kommt, kann es gut sein, dass ihr mit ihm sprecht oder mit mir. Oder mit ein, zwei anderen. Ja. Das sei gesagt, seid lieb, beachtet die Regeln und ansonsten viel Spaß auf unserem Discord-Server. Tschüss. Hi Leute, da bin ich nochmal und ich möchte euch am Ende nochmal ganz kurz die Rollen im Überblick zeigen. Fangen wir mit der Verwaltung an. Der Sator ist der Admin, der Vexil-Sator der Co-Admin und die Intendanten, das sind die Leute, ja ich sag mal euer Freund und Helfer, die euch ja weiterhelfen können, wenn es zum Beispiel Streit gab oder wenn ihr Fragen habt. Dann haben wir die Mitglieder. In Zepdor wird jeder, der durch einen Intendanten ja, als korrekt erklärt wird, wo man sagt, okay, willkommen, guck dich hier ein bisschen um. Da hat man bedingten Zugriff, man kann halt nicht überall schreiben und so weiter. Man kann sich ein paar Sachen angucken. Ich möchte dadurch verhindern, dass irgendwelche ja, Bilder gepostet werden oder Inhalte, die halt ja, den Server gefährden. Dann haben wir die Sortisten, die werden meistens durch mich ernannt. Sortist ist für mich jemand, der korrekt ist, der dazugehört, der Teil der Community ist und wo ich weiß, der macht keinen Mist. Ja? Als Sortisten habt ihr dann Zugriff zum Beispiel zur Sortistenecke, wo ihr schreiben könnt, wo euch unterhalten könnt etc. pp. Spezielleres, der Gast. Ja, Gast ist erstmal jeder, der die Regeln ein bisschen verstanden hat und der es noch nicht geschafft hat, einen Intendanten zu finden, der ihn zum Inzeptor erklärt. Dann haben wir einen Monitus, das ist ein Strafrang oder eine Strafrolle. Wenn ihr die habt, dann ja, dann wird es schwierig, denn dann könnt ihr so gut wie gar nichts mehr. Na, das bleibt dann erstmal eine Zeit, ein paar Tage, je nachdem, was ihr da verzapft habt. Und dann nimmt man euch den irgendwann wieder weg und hoffentlich hat man daraus gelernt. Ist schon mal vorgekommen. Dann kommen wir zum Safe Space. Wenn du Lust hast, zum Beispiel nach der Arbeit dich mal in Ruhe zu unterhalten und du hast keine Lust, dass wieder irgendjemand dabei ist, der dich so ein bisschen triggert und trollt und seine Witzchen macht, dann gehst du in den Safe Space Bereich. Und dort, naja, ist es wirklich verboten, anderen Leuten auf na, den Senkel zu gehen. Na, da kann man einfach ganz entspannt rumhängen. Aber normalerweise braucht man das nicht. Aber es kann durchaus sein, dass man seine Ruhe haben möchte und andere sollten die dann respektieren. Respektiert man deinen Wunsch nach Ruhe und Privatsphäre nicht, dass du dich zum Beispiel mit zwei, drei Leuten unterhalten willst und einer kommt hinterher und nervt, bitte dem Intendanten melden. Und zu guter Letzt der Unterstützer. Ja, diese Rolle erhältst du von mir geschenkt. Das ist auch verbunden mit einem Räumchen, wo man unter sich ist und ein bisschen schreiben kann und so weiter. Wenn du zum Beispiel Mitglied bist auf meinem YouTube-Kanal oder mich anders großartig unterstützt hast, als kleines Dankeschön, dass man ja ein paar kleine Extra-Services da auf dem Discord-Server hat. Und das war's eigentlich schon. Zu den Räumen werde ich jetzt nicht so viel sagen. Es kann sein, dass sie sich nach und nach immer ein bisschen verändern. Ich sag mal so, dass die Sortisten ihre eigene Ecke haben. Inzeptoren haben ihre eigene Ecke. Intendanten und die Satoren. Von daher, man kann es sich schon denken. Also, viel Spaß auf dem Discord. Macht's gut.